Ja, fünfte Niederlage in Serie für Aschua, obwohl sie lange dran geblieben, zumindest 40 Minuten, dann ist es noch etwas härter geworden. Auf der anderen Seite bei Lausanne, beim Heimteam, nach fünf Niederlagen in Serie, jetzt der zweite Sieg in Serie. 6-1 am Samstag gegen Zug, 6-2 heute gegen Aschua. Auch weil es heutige Goalschießen, die vorher noch nicht Goal geschossen haben. Igor Jelovac, der hat hier U15 bis U20 gespielt in Lausanne. Jetzt erste Saison zurück, heute das erste Goal in der National League für diese Farben. Wie war das gewesen? Ja, es war super. Es ist wirklich eine Ehre für mich, hier zu spielen. Und, ich bin froh, dass das Goal ist, heute gekommen ist und das Spiel haben wir gewonnen. Ich wollte sagen, endlich klappt es offensiv, auch weil ihr trefft, oder? 6-1 am Samstag gezogen, jetzt ein 6-2. Ist Lausanne deutlich verbessert? Spürt ihr das schon? Oder seid ihr noch nicht ganz so sicher, dass jetzt die Saison in der richtigen Bahn ist? Ja, es sind zwei wichtige Spiele, aber ich glaube, es ist noch nicht alles perfekt. Wir haben gesehen, heute haben wir nicht so gut gespielt. Wir haben viele Turnovers noch gehabt und so, aber wir sind auf dem guten Weg.